Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, kommt wieder frei. Ein italienischer Ermittlungsrichter hob den Hausarrest gegen die 31-Jährige auf. Das berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Die Hilfsorganisation Sea-Watch bestätigte auf Twitter, dass Rackete wieder frei sei. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte, Rackete solle wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit des Landes verwiesen werden. Er sieht die Seenotretter von Sea-Watch als Komplizen der Schleuser an und wirft Carola Rackete einen kriminellen Akt vor. Ihre Unterstützer sammelten dagegen Geld für die Kapitänin und ihre Mission. Inzwischen sind mehr als 1,3 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Und Deutschland erklärt sich offenbar bereit, ein Drittel der Sea-Watch-Flüchtlinge aufzunehmen.